Willkommen zur Videolösung der fünften Serie. Wir besprechen die Aufgabe 2. Der Aufgabe 2 geht es um eine schiefe Ebene. Hier die Situation, wie sie auf dem Aufgabenblatt gegeben ist. Ich lese die Aufgabe kurz vor. In der Skizze nebenan liegt ein Klotz der Masse M reibungsbehaftet auf einer Rampe. Das System sei dem Schwerefeld der Erde unterworfen. Teilaufgabe A. Zeichnen Sie für einen Winkel Alpha, bei welchem der Klotz sicher noch haftet, die Kräfte ein, welche auf den Klotz wirken. Wie groß ist die Reibungskraft für den Winkel Alpha und für Alpha gleich 0? Also nochmal hier die Situation, wie sie gegeben ist. Wir haben eine schiefe Ebene mit einer Masse auf dieser schiefen Ebene und die Ebene ist um einen Winkel Alpha geneigt. Diese Aufgaben funktionieren grundsätzlich immer gleich. Es macht eigentlich immer Sinn, gleich zu Beginn sich zu überlegen, welche Kräfte wirken. Und in dieser Typ von Aufgabe sind die wirkenden Kräfte eigentlich immer die gleichen, nämlich zum einen, und das ist eigentlich immer der Fall, die Gewichtskraft. Die Gewichtskraft Fg, die wirkt sicher immer. Je nach Aufgabenstellung haben wir dann zusätzlich noch eine reibungsbehaftete Ebene oder eine reibungsfreie Ebene. Was sich aber dann auf jeden Fall lohnt, gleich zu Beginn zu machen, ist die Gewichtskraft Fg zu zerlegen in Komponenten, welche parallel zur Ebene zeigen und senkrecht zur Ebene zeigen. Ich habe die bezeichnet mit Fg parallel und Fg senkrecht. Und dann lohnt es sich gleich auch noch, sich zu überlegen, was die Winkel in diesem Dreieck sind. Das hier ist sicher ein rechter Winkel, das weiß ich. Und durch kurze Überlegungen, durch Winkelgesetze sehe ich ziemlich schnell, dass das hier ebenfalls der Winkel Alpha sein muss. Falls diese Winkelgesetze vielleicht nicht mehr so präsent sind, kann man sich das im Prinzip auch ein wenig phänomenologisch überlegen. Wir wissen ja, das ist ein rechter Winkel. Immer wenn ich so ein Dreieck einzeichne, ist einer dieser Winkel der Winkel Alpha. Ich kann mir im Prinzip einfach überlegen, was passiert, wenn ich den Winkel Alpha kleiner mache. Dann wird nämlich dieser Winkel auch kleiner, währenddem dieser Winkel hier größer wird. Das heißt, dieser Winkel hier kann sicher nicht Alpha sein, das muss der hier sein. Das sind so mal die grundsätzlichen Überlegungen zu so einer Aufgabe, die es sich lohnt, gleich zu Beginn der Aufgabe zu machen, ohne überhaupt schon was gelöst zu haben, was in der Aufgabenstellung verlangt wurde. Ich habe das nochmal kurz zusammengefasst, hier hingeschrieben. Jetzt gehen wir weiter zur Teilaufgabe A. Zeichnen Sie für einen Winkel Alpha, bei welchem der Klotz sicher noch haftet, die Kräfte ein, welche auf den Klotz wirken. Es wird gesagt, man soll die Situation zeichnen, wenn der Klotz sicher noch haftet, wenn er sich nicht bewegt. Das ist ein Hinweis darauf, dass wir die Situation betrachten müssen, bei welchem noch die Haftreibung wirkt auf den Klotz. Wir können uns jetzt anhand dieser Skizze, die wir vorhin gezeichnet haben, schön vorstellen, was genau passiert. Wir haben von der Gewichtskraft her zwei Kräfte, die wirken. Einerseits haben wir die parallele Komponente Fg parallel. Die ist dafür verantwortlich, dass sich der Klotzhang abwärts bewegt. Man nennt die manchmal auch die Hangabtriebskraft. Dann haben wir noch die Komponente der Gewichtskraft, welche senkrecht zur Ebene zeigt. Die muss von der Ebene kompensiert werden, nämlich durch die Normalkraft. Sonst würde der Klotz ja in die Ebene fallen. Ich zeichne die kurz ein. Die Normalkraft, die zeigt von der Ebene weg,
greift am Schwerpunkt vom Klotz an, so dass die Normalkraft diese senkrechte Komponente der Gewichtskraft gerade aufhebt. Eine zweite Kraft, die jetzt wirken muss, weil sich der Klotz ja noch nicht bewegen soll, oder eine zweite Kraft, die kompensiert werden muss, ist eben diese Hangabtriebskraft, und die wird kompensiert durch die Haftreibung, solange sich der Klotz noch nicht bewegt. Und die Haftreibung zeigt in diesem Fall genau in die entgegengesetzte Richtung der Hangabtriebskraft und muss, solange sich der Klotz nicht bewegt, natürlich gleich groß sein. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Bedingungen für den Fall, dass sich der Klotz noch nicht bewegt. Das ist zum einen die Bedingung, dass die parallele Komponente FG parallel oder die Hangabtriebskraft genau gleich groß sein muss wie die Haftreibung. Und zum anderen muss die Kraftkomponente senkrecht zur Ebene, die Kraftkomponente senkrecht zur Ebene von der Gewichtskraft gleich groß sein wie die Normalkraft, welche die Ebene auf den Klotz ausübt. Das FG senkrecht muss gleich groß sein wie die Normalkraft. Auch hier wieder mit dem entsprechenden Vorzeichen, wenn man diese Gleichungen in Vektorform aufschreibt. Vom Betrag her sind die natürlich gleich groß. Und jetzt ist noch gefragt, wie groß ist die Reibungskraft für einen bestimmten Winkel Alpha? Die Reibungskraft, die Formel dafür ist im Skript gegeben. Und wir zeichnen das jetzt, oder wir schreiben die Reibungskraft betragsmäßig, nicht in vektorieller Form in diesem Fall hier. Das ist gleich eine Proportionalitätskonstante μ0 mal die Normalkraft Fn. Und wir wissen ja, dass die Normalkraft Fn gleich groß ist wie die senkrechte Komponente senkrecht, welche senkrecht zur Ebene steht, Fg senkrecht. Das heißt, wenn wir das ausschreiben, bekommen wir μ0 mal m mal g mal der Cosinus von Alpha. Weil wir haben ja vorhin den Winkel Alpha hier in unserer Skizze identifiziert. Das heißt, diese Kraftkomponente hier, das ist die Ankathete zu diesem Winkel, währenddem die Gewichtskraft Fg die Hypotenuse ist. Das heißt, Fg senkrecht geteilt durch Fg betragsmäßig in beiden Fällen ergibt mir den Cosinus von Alpha. Das heißt, Fg senkrecht ist der Cosinus von Alpha mal die Kraft Fg betragsmäßig. Und das wäre ja dann m mal g. Und μ0 ist einfach die Proportionalitätskonstante für den Fall der Haftreibung. Das ist eine Proportionalitätskonstante, welche mir meine Haftreibung betragsmäßig in Relation setzt zur Normalkraft. Das heißt, wir haben jetzt die Formel für die Reibungskraft in Abhängigkeit des Winkels Alpha. Und wir sehen jetzt auch sofort, wann diese Reibungskraft maximal ist. Das ist natürlich der Fall für möglichst kleine Winkel, also für Alpha gleich 0. In diesem Fall ist die Haftreibung maximal. Kommen wir nun zur Teilaufgabe B. Ich lese sie kurz vor. Bestimmen Sie den Winkel Alpha max, bei dem der Klotz zu rutschen beginnt.
ist sei μ0 der Haftreibungs- und μ der Gleitreibungskoeffizient. Ja, der Klotz beginnt genau dann zu rutschen, sobald die Hangabtriebskraft größer wird als die maximal mögliche Haftreibung für einen bestimmten Winkel Alpha. Das heißt, im Fall, wo der Klotz genau noch nicht rutscht oder wo er dann zu rutschen beginnt, gilt diese Gleichung hier. Die Hangabtriebskraft muss betragsmäßig dort genau gleich groß sein wie die maximale Haftreibungskraft. Und wir haben jetzt all diese Formeln gegeben. Die Hangabtriebskraft, die Formel betragsmäßig, lautet m mal g mal Sinus von Alpha, Max nenne ich jetzt den Winkel schon. Genau wie vorhin können wir in diesem Dreieck diese Strecke hier identifizieren als die Gegenkathete zu unserem Winkel Alpha. Das heißt FG parallel betragsmäßig geteilt durch FG betragsmäßig ergibt den Sinus vom Winkel Alpha. Das heißt umgekehrt ist die Kraft FG parallel betragsmäßig gleich dem Sinus von Alpha mal der Gewichtskraft. Also M mal G mal dem Sinus von Alpha. Und das soll jetzt, wie gesagt, gleich groß sein wie die maximale Haftreibung für diesen Winkel. Das wäre μ0 mal M mal G mal der Cosinus von Alpha Max. Ja, wir sehen, wir können diese Gleichung sofort nach Alpha auflösen. Wir können gewisse Terme wegstreichen. Was wir bekommen, ist ein Ausdruck für den Winkel Alpha Max, nämlich der Tangens von Alpha Max ist genau gleich der Proportionalitätskonstante für die Haftreibung μ0. Und noch aufgelöst nach dem Winkel Alpha Max ist das der Arctangens von μ0. In der Teilaufgabe C schauen wir uns jetzt nun die Situation an, wo der Winkel Alpha größer ist als Alpha Max. Das heißt, die maximale Haftreibung ist nun überwunden, die Hangabtriebskraft ist nun größer als die maximale Haftreibung, somit beginnt der Klotz zu rutschen. In dem Fall wirkt nicht mehr die Haftreibung, sondern nur noch die Gleitreibung. Dafür habe ich hier die Formel hingeschrieben. Die Reibung im Falle der Gleitreibung, die Formel ist eigentlich genau die gleiche wie vorhin auch, mit dem Unterschied, dass jetzt nicht mehr die Proportionalitätskonstante μ0 für die Haftreibung verwendet wird, sondern die Proportionalitätskonstante μ für die Gleitreibung. Die ist immer kleiner als für die Proportionalitätskonstante für die Haftreibung. Ansonsten sieht die Formel genau gleich aus. Das ist einfach μ mal der Betrag der Normalkraft. Und jetzt in diesem Fall, weil sich der Klotz bewegt, macht es auch Sinn, einzuzeichnen, in welche Richtung dass diese Kraft wirkt, weil wir ja eine vorgegebene Bewegungsrichtung haben. Und das mache ich mit einem Einheitsvektor in x-Richtung, wobei wir wissen ja, der Klotz wird sich in positive x-Richtung, also hangabwärts, bewegen. Das heißt, die Reibungskraft muss genau in die andere Richtung zeigen, nämlich nach diesem gegebenen Koordinatensystem hier in die negative x-Richtung. Ja. Und
gefragt ist jetzt, man soll die Bewegungsgleichung finden für diesen Vorgang. Und die Bewegungsgleichung in diesem Fall ist F total, das ist die Summe aller Kräfte, das ist gleich m mal a. Die Summe aller Kräfte sind, wir haben zum einen die parallele Komponente der Gewichtskraft, welche wirkt, und zum anderen haben wir die Gleitreibungskraft, welche der Hangabtriebskraft, eben dieser parallelen Komponente der Gewichtskraft, entgegenwirkt. Das ist jetzt die Bewegungsgleichung. Ich habe sie jetzt noch nicht ausgeschrieben. Wir müssen natürlich konsequenterweise das alles mit Vektorzeichen schreiben, in vektorieller Form. Da wir aber wissen, dass diese Bewegung sicher nur entlang dieser Achse stattfinden wird, können wir die Vektorzeichen eigentlich auch weglassen und die Bewegungsgleichung gleich betragsmäßig hinschreiben. Das heißt, ich schreibe diese Gleichung jetzt wieder in der Form, wie wir sie eigentlich bereits kennen. Das wäre die Gewichtskraft m mal g mal Sinus von Alpha minus μ mal m mal g mal der Cosinus von Alpha. Das heißt, ich habe jetzt einfach die Formeln, die wir vorhin gefunden haben, für die Hangabtriebskraft und die Reibungskraft eingesetzt und das ist jetzt meine Bewegungsgleichung. Oder noch ein bisschen anders hingeschrieben, wir können das m zum Beispiel rauskürzen aus dieser Gleichung und wir bekommen dann die Gleichung, die zweite Ableitung, unsere Ortsfunktion x nach t ist gleich g mal der Sinus von Alpha minus μ mal der Cosinus von Alpha. Das ist jetzt unsere fertige Bewegungsgleichung. Das ist wieder eine Differentialgleichung und die können wir lösen. Das ist jetzt eine besonders einfache Differentialgleichung, weil die hängt nicht mal von t ab. Das heißt, die Beschleunigung ist konstant. Das ist eine ganz einfache Art von Differentialgleichung. Wir können so die Geschwindigkeitsfunktion x-Punkt von t, das ist eben die Geschwindigkeit v von t, direkt finden über ein Integral nach der Beschleunigung plus eine eventuelle Anfangsgeschwindigkeit v0. Das gibt uns, also das heißt, ich setze diesen Wert hier ein. Ich führe jetzt die Zwischenschritte nicht mehr explizit durch. Die sind sehr einfach und in der Musterlösung ausführlicher hingeschrieben. Das ergibt mir g mal der Sinus von Alpha minus μ mal Cosinus von Alpha mal t plus eben eine eventuelle Anfangsgeschwindigkeit v0. Die ist jetzt in unserem Fall 0, weil sich der Block zu Beginn ja nicht, eben genau nicht bewegt. Und dann kann ich auch noch die Ortsfunktion x von t finden. Das ist wiederum das Integral über die Geschwindigkeitsfunktion. Plus eine eventuelle Anfangsposition x0. Wenn ich nun diesen Ausdruck also hier einsetze und integriere, bekomme ich diesen Ausdruck hier,
ein Zweitel g mal Sinus von Alpha minus μ mal Cosinus von Alpha mal t im Quadrat plus eine Anfangsposition x0, und die ist auch vorgegeben in der Aufgabenstellung. Es heißt, zum Zeitpunkt t gleich 0 soll unser Klotz sich an der Position xs befinden. Das heißt, das x0 kann ich jetzt gleich ersetzen durch das xs. Das ist also unsere fertige Lösung. Das ist die Gleichung für die Ortsfunktion in Abhängigkeit der Zeit. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Videolösung. Auf Wiedersehen.